Ob das von hier? Natürlich sind die Regalbretter im Weg. Da muss ich wieder hoch, oder? Aber da komme ich nicht dran vorbei. Von hier unten wird das nichts. Können wir da oben an dem Tal vorbeiwerfen? So. Sieht aber erfolgsversprechender aus. Vielleicht müssen wir das wieder zurückschieben. Wieso nimmst du denn immer nur Tomaten? Nimm dir mal eine Aubergine. So. Ist auch ein Balken im Weg. Wie komme ich an den köstlichen Schinken für Hundi? So. Zup. Ja, genieß mal dein Pfeifchen. Und wir müssen warten. Das ging schnell. August 1914. Also eine Rückblende. Das ist Freddy bei seiner Hochzeit. Oh nein. Bei dem Tag seiner Hochzeit hat er seine Frau verloren. Und deswegen ist er so von Rache getrieben. Hundi hat uns gerettet, mal wieder. Okay, wir können den Strom nicht anschalten, da fehlt wohl eine Sicherung. Und hier ist der Panzer, der kaputte. Taschenlampe. Taschenlampen waren in den Gräben weit verbreitet. Die von der Armee ausgegebenen Taschenlampen passten in einen Werkzeuggürtel und arbeiteten mit Batterien. Also das war schon relativ fortschrittlich. Und er möchte Licht. Möchte ich am liebsten auch. Bloß woher nehmen, ne? Ah. Ein guter Typ.
Müssen wir jetzt den Panzer reparieren? Wir müssen da oben hin zu der Feder, okay. Und noch immer sind hier Leute im Gebäude. Was haben wir hier? Zerbrochenes deutsches Bajonett. Dieses lange, breite, flache deutsche Bajonett ist so gestaltet, dass es in den Brustkorb des Gegners eindringt und ihm die Rippen bricht. Oh Gott. Es hat tatsächlich funktioniert. Beim ersten Mal. Also dafür möchte ich ein Sonderlob. Eine Timing-Aufgabe, die direkt funktioniert hat. Wahnsinn. Na, wenn es damit getan ist. Hundi, kommst du mit rein? Wieso muss Hundi hinterherlaufen? Kann ich nochmal aussteigen? Nee. Da muss ich auch nicht in den Spind gucken. Okay, ich muss doch in den Spind gucken. Aha. Tote Ratte. Eine tote Ratte war kein Abfall, besonders nicht geröstet auf einem Spieß. Man kann mit einem verhungernden Mann nicht diskutieren. Ja, so war es leider wohl. Was ist jetzt hier los? Okay. Bin gerade am Überlegen, wie wir es machen. Ja, ich glaube, wir gucken jetzt erstmal hier rein. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Hebel. Und der macht... Ach so, das geht darum, dass wir da eine Kanone draufsetzen, okay. Was macht das denn? Okay. Dann gehen wir mal rüber. Ah, wir sollen die Kanone hier zusammenbauen, okay. Er braucht einen... Was ist das? Nein. Das passt auch nicht so ganz. Bist du damit nicht zufrieden? Kannst du auch was anderes machen aus. Das sieht schon passend aus. Das gefällt mir noch nicht.
Das gefällt mir jetzt noch viel weniger. Moment, müssen wir selber an dem Hebel ziehen? So. Mann, Taube, geh weg. Ich schaff das. Wir machen das jetzt so. Ah, ich hab gedacht, er betätigt das. Ich hab schon wieder an mir gezweifelt. Das dürfte hinhauen. Nicht? Doch, oder? Das ist doch genau das, was du brauchst. Sehr gut. So. Nee. Also muss ich jetzt ganz schnell hier hinten dran ziehen und dann runter, ja? Moment. Okay, ich zieh dran und jetzt Hundi. Das sieht doch sehr gut aus. Und jetzt haben wir hier einen fahrtüchtigen Panzer. Den armen Typen aus seinem Ballon geholt. Also noch mehr Minen. Wir laden aber ziemlich schnell nach. Das war der Winkel. Und dich kriegen wir auch noch, Kollege, und zwar jetzt. So. Ah, da oben mussten wir reinschießen. Aber das ist nicht gut mit dem Dynamit. Das schmeckt mir nicht. Oh nein. Ne, müssen wir nochmal zurücksetzen. Der Winkel muss... Was? Ah, wollte ich das sagen. Weiter geht's.
Los in die Freiheit. Bloß weg von hier. Wir können wieder Tab drücken. Was haben wir hier? Gepanzerte Fahrzeuge. Die Sturminfanterie wurde während des Krieges erfunden, um die gegnerischen Linien zu durchbrechen. Hierbei wurden die ersten Prototypen gepanzerter Fahrzeuge entwickelt. Die Generäle stellten fest, dass Fahrzeuge mit Rädern ungeeignet in Umgebungen mit vielen Gräben waren, und so arbeiteten die Ingenieure an den ersten Prototypen und rückten dem Problem mit Ketten auf dem Leib, was sich als perfekte Lösung erwies. Ja, und somit war der Panzer geboren. Das Niemandsland. Als Niemandsland wurde das Gelände bezeichnet, das sich zwischen den Schützengräben der beiden Lager befand. Die Breite konnte zwischen 50 und 1500 Metern betragen. Tagsüber wurde dieses Gebiet streng überwacht und jeder, der sich hineinwagte, wurde von der gegenüberliegenden Gräben aus unter Feuer genommen. In der Nacht war es der Schauplatz für Handstreiche und diverse Spionagetätigkeiten. Auf beiden Seiten war das Gelände mit Stacheldraht und Fallen gespickt, um die Gräben zu schützen. Bei Angriffen kam es in diesen Todesstreifen zu den höchsten Verlusten. Ja, weil sie sich effektiv nur dort bekriegt haben. Wenn sie sich nicht gerade beschossen haben. Tut mir leid, dass ich hier die Häuser kaputt mache. Kommen wir hier durch? Wieso muss ich denn hier die ganze Flora und Fauna zerstören? Wo ist Hundi? Ist Hundi jetzt eigentlich im Panzer? Ich hoffe ja. Und wir sind bei den Franzosen angekommen. Die französischen Truppen empfingen Lucky Freddy im Triumph. Emile schickte einen Brief an Anna, um sie von der Befreiung ihres Vaters in Kenntnis zu setzen. Die drei Freunde feierten ihr Wiedersehen. Doch die Freude war von kurzer Dauer. Oh nein, das klingt wieder so schlecht.